Mal gespannt, was die jetzt hier noch entdecken. Und wieder aus einer neuen Sichtweise wieder. Ist das wirklich ein echter MB28? Grinder, so einen wollte ich schon immer. Du stehst auf Technik wie Fliegen auf Scheiße. Es ist nur ein Computer. Zur Sache, Schätzchen. Was soll das denn? Es passiert nichts. Was hast du gemacht, Quint? Gar nichts. Ich brauche mehr Strom für den MB28. Hier muss ein Generator sein. Den brauche ich. Okay. Bleib hier und amüsiere dich mit deiner neuen Flamme. Okay. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, um ihn voll aufzuladen. Gibt's noch mehr Generatoren? Zwei Stück kann ich dir anbieten. Gut, Energie. Starte die Analyse. Na? Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst durch die Verschlüsselungen kommen. Das sollte der MB28 in ein paar Minuten schaffen. Grinder! Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Böse Hundis hier. Alter, woher kommst du denn? Was hier freundlich mich gerade noch so an, ey. Okay, na also, jetzt läuft's doch. Sind viele Feinde heute. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Sie müssen mich beim Reinhacken bemerkt haben. Okay, aber dafür schuldest du mir richtig was. Du, das nervt Hampelmann. Langsam echt. 80%, fast fertig. Noch ein unsichtbares Monster. Augen auf. Monster allein reicht nicht. Jetzt muss es auch noch unsichtbar sein.
sind immer noch da. Stimmt, lass ihn. Jan, hilf mir voran. Danke. Ich mach's dich wirklich kalt. Und ich sag dir, warte gefällig, bis ich wiederkomme. Ich hoffe mal, ey, das ist hier gerade, Leute, das sind gerade ein bisschen weniger Rede, das kommt davon, da ist einfach nur mega krass, was hier gerade so stattfindet. Hier. Du tippst am PC, zockst da oder was auch immer gemütlich mit deinem coolen PC, was du da meinst, und ich soll da mit dem Bomben betteln oder was? Nee, nee, nee. Ja, vermutlich. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Fragen wir ihn selbst. Ah, hier ist Fogball. O'Brien hier. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien. Ich weiß über alles Bescheid. Veltro ist nie zurückgekehrt. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Ihre eigene Veltro-Vorstellung. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu überlisten. Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Okay. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte Sie interessieren. Dann zeig mal her. Ja, Sir. Ich sende Sie sofort. Was ist los? Verbindungsfehler? Ah, wir wurden entdeckt! Hey, Wind! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Warte, Kumpel! Hab's klar! Alter Verwalter. Was für ein Desaster. Das ging doch gerade weiter. Das war Error, aber es hat weitergeladen auf einmal. Okay. Also, scheint doch nicht so schnell hier ein Ende zu nehmen. Sehr, sehr spannend, Alter, wirklich. Wir dürfen den Virus nicht rauslassen. Das Steuerungssystem muss im Labor sein. Chris! Okay.
Ist doch zu. Vielleicht jetzt komplett ausgeschaltet? Wir müssen dahin. Wieder mein Fingerabdruck hier, der Multitask. Lieber alles mitnehmen, was wir finden. Sei mal besser als zu wenig. Man kann ja doch mal gebrauchen, was man hier findet. Langsam nähern wir uns das Labor von hinten. Hier scheint ja alles friedlich mal zu sein. Scheint alles. Heißt ja auch nicht gleich, dass es auch ist. Oh, das ist schon mal ein größeres, dickes Zubehör. Schon mal schön. Das muss das Steuerungssystem des Labors sein. Funktioniert es? Wir brauchen einen Code, um das Neutralisationsmittel zu aktivieren. Okay. Ich durchsuche das Labor. Gut. Ich brauche Zeit, um die Steuerung zu verstehen. Passwort suchen. Naja, jetzt geht's los hier. Ach, hier schon mal. Die Waffe haben wir jetzt auch. Na, oh, nicht schlecht. Ja, die macht gut Damage, wenn man sie dann noch verpackt. Was haben wir denn eigentlich alles allgemein so? Ja, ein bisschen hier. Schaden 3. Erhöht die Feuerkraft um 40%. Mal bearbeiten. Mal alles wegnehmen. Und mal die reinpacken. Und mal ein bisschen bearbeiten. Was haben wir denn hier? Kritisch und Schaden. Da können wir noch ein großes Magazin reinpacken. Alter, da macht die ja. Macht die Damage.